Wie viele natürliche Zahlen kleiner als 1000 gibt es, deren Quersumme 7 ergibt? Diese Tabelle hat man sehr schnell erstellt. Wenn die 100er Ziffer 0 ist, dann muss die Summe der zwei anderen Ziffern 7 sein. Die Möglichkeiten sind also 0, 7, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1 und 7, 0. Wenn die 100er Ziffer 1 ist, dann muss die Summe der 10er Ziffer und der 1er Ziffer 6 sein. Die Möglichkeiten sind also 0, 6, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1 und 6, 0. Ist die 100er Ziffer gleich 2, so muss die Summe von 10er und 1er Ziffer 5 sein. Die Möglichkeiten sind also 0, 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1 und 5, 0. Ist die 100er Ziffer 3, so muss die Summe von 10er Ziffer und 1er Ziffer 4 sein. Daher diese 5 Möglichkeiten. Ist die 100er Ziffer 4, so muss die Summe der zwei anderen Ziffern 3 sein, daher diese 4 Möglichkeiten. Ist die 100er Ziffer 5, so haben wir diese 3 Möglichkeiten für 10er und 1er Ziffer. Ist die 100er Ziffer 6, so haben wir 0, 1 und 1, 0 als Möglichkeiten für die zwei anderen Ziffern. Und 700 ist die größte Zahl, die hier in Frage kommt. Wie viele Zahlen sind es also insgesamt? Eine plus zwei plus drei plus vier und so weiter bis plus acht. Es sind also so viele. Diese Summe kann man schnell berechnen. Wie folgt: 8 plus 2 macht 10, 7 plus 3 macht nochmal 10, 6 plus 4 macht nochmal 10, also insgesamt 30, plus die 5 macht 35, plus die 1 macht 36. Wir haben also 36 solche Zahlen. Diese Summe kann man schneller berechnen, wenn man die Formel von Gauss kennt, die besagt, dass diese Summe gleich ist zu der letzten Zahl 8 mal die darauf folgende Zahl 9, geteilt durch 2. Und 8 mal 9 geteilt durch 2, das ergibt auch 36. Also ist Antwort B die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir die nächste Frage der Mathe-Olympiade beantworten.